Reinhardt. Er hat seinen älteren Bruder auf der Gitarre begleitet und Django sein Leben lang das Instrument getragen. Die Familie hat ihr Winterquartier in einem Vorort von Paris bezogen. Wir haben viel über Django von seinen Freunden gehört. Aber wer er wirklich war, konnte uns im Grunde keiner von ihnen sagen. Das hätten wohl nur die Seinen tun können, die Zigeuner, und die schweigen. Denn sein wirkliches Leben lebte er in der uns verschlossenen Welt des Stammes der Manouche, wie man sie in Frankreich nennt. Selbst die Daten seines Lebens